Zwischen Stromleitung und Schornstein liegt eine kleine grüne Insel. Früher mal ein Pumpwerk, heute ein Arbeiterdenkmal. Und er hat es zum Leben erweckt, der Mannheimer Künstler Prixi. Die Feige an sich gilt als paradiesische Frucht. Und die habe ich natürlich in den eigenen Garten geholt, weil ich glaube, ich habe mir sowas wie ein eigenes Paradies geschaffen. Deswegen mussten auch Feigenbäume hierher. Und die sind auch ein Markenzeichen seiner Bilder. Einmal im Jahr öffnet Prixi die Tore für Kunstbegeisterte aus ganz Deutschland. Sie kommen in Scharen, um sich dann in einem Gesamtkunstwerk wiederzufinden, bestehend aus Garten, Architektur und Bildern. Prixi wuchs ganz in der Nähe auf, in einem Arbeiterviertel, ohne viel Geld. Schon als Jugendlicher fiel ihm das stillgelegte Abwasserpumpwerk auf. Ich bin ja ein echter Mannheimer Bu. Ja, ich bin von Ufterrheinau, das ist der nächste Vorort hier von Neckarau. Und ich bin tatsächlich mit dem Fahrrad schon hier in das Hallenbad gefahren, mit dem Fahrrad, und habe das Gebäude schon gesehen von außen. Man konnte ja nur die Rückseite praktisch sehen, so ein bisschen. Aber ich habe damals schon gedacht, tolles Gebäude, schön. 2001 hat sich der Künstler dann seinen Kindheitstraum erfüllt, das denkmalgeschützte Gebäude gekauft und komplett umgebaut. Atelier und Arbeitsfläche auf der einen Seite, Küche und Wohnbereich auf der anderen. Und für Unerschrockene gibt es noch die Gedärme. So nennt Prixi den alten Kanal, heute seinen Keller. Ich würde Sie nur bitten, dass ich Ihnen die Hand reichen darf, weil es hier etwas... Hier stand beim Kauf noch 3 Meter hoch das Abwasser. Eine der Maßnahmen, die ich selbst mit meinem Partner hier vornehmen konnte, war tatsächlich, diesen Kanal mit einem Hochdruckreiniger zu reinigen. Heute fließt hier unten nur noch der Wein und Champagner. Alles in Prixis Welt hat eine neue Aufgabe bekommen. Selbst die riesige Abwasserpumpe ist zum Kunstobjekt geworden. Darauf zu sehen, Inspiration aus dem eigenen Garten. Feigenblätter, kennengelernt auf den Kanaren, sind sein Markenzeichen. Und natürlich die Architektur. Ich denke mal, dass subtil auf alle Fälle bestimmte Dinge Einfluss nehmen, die hier im Gebäude sich befinden, ja, die außerhalb sich befinden. Und ich lasse das auch einfließen. Endlich. Die Gäste weg, Zeit zum Durchatmen. Denn wann ist ein Paradies am schönsten? Wenn man es mit seinen Liebsten teilen kann. Ich habe jetzt ein eigenes Haus, ein recht großes Haus, hätte es nie gedacht. Ich komme aus recht einfachen Verhältnissen. Soll heißen, Traum in Erfüllung gegangen.